Ich stehe hier mit Markus Vagt. Er ist verantwortlich für das Fachgebiet Bioenergie bei der DLG und Projektleiter für die Energy Decentral, die in diesem Jahr im November in Hannover stattfinden wird. Herr Vagt, ich habe einige Fragen an Sie. In wenigen Tagen soll das neue EEG in Kraft treten. Was denken Sie, wird passieren? Die Bioenergie wird in diesem Gesetz deutlich schlechter gestellt. Sehen Sie denn für die Bioenergie trotzdem in Deutschland Möglichkeiten weiter zu wachsen? Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben durch die Reform im EEG, sieht es so aus, dass gerade im Bereich Biogasanlagen wohl nur noch das Thema Vergärung eine Rolle spielen wird. Bioenergie beinhaltet aber meiner Meinung nach auch viel mehr. Wir haben im Bereich Bioenergie auch das Thema Kraftstoffe, welches weiterhin über die Beimischung zu Biodiesel natürlich auch einen gewissen Stellenwert in Deutschland und in der deutschen Wirtschaft beinhaltet, gerade was auch den Anbau von Energiepflanzen anbetrifft. Und wir haben natürlich auch noch die Verwertung von festen Brennstoffen einfach für die Wärmenutzung. Welche Auswirkungen wird denn diese Krise oder die EEG-Reform ganz im Allgemeinen haben auf das bisherige System des Energiepflanzenanbaus? Wir haben ja auf der einen Seite einen Gesamtpflanzenanbau von, ich meine, 2,6 Millionen Hektar aktuell, wobei der Bereich für die Energiepflanzen zur stofflichen Verwertung, zum Kraftstoffbereitstellung, also Ölpflanzen, da einen ganz erheblichen Beitrag stellt und diese Form der Energiebereitstellung oder Energiepflanzenanbau relativ unbetroffen bleibt von der momentanen EEG-Reform. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir einen etablierten Bestand an Anlagen haben, der natürlich auch durch seinen Bestandsschutz weiterhin Energiepflanzen und allen voran dort Mais als das Substrat der Wahl, sage ich mal, einsetzen wird und dort natürlich über den Bestandsschutz auch weiterhin die Biogasanlagen zum Einsatz kommen. Vom 11. bis 14. November findet in Hannover die Fachmesse für Bioenergie und erneuerbare Energien, die Energy Decentral, statt. Was wird dann die Besucher in diesem Jahr dort an Schwerpunkten erwarten? Wir haben dort Themen wie virtuelle Kraftwerke, wie das Thema Energiedatenmanagement und wie aber auch das ganze Thema Speicherung, Visualisierung von der produzierten Energiemenge. Natürlich haben wir in der gesamten Energy Decentral auch dieses Jahr Neuheitenwettbewerb. Das heißt, Neuheitenwettbewerb, die Unternehmen, die aktiv teilnehmen an der Gestaltung unserer Messe, haben die Möglichkeit, Neuheiten zu präsentieren, die dann durch ein Fachgremium entsprechend auch bewertet werden. Und wir möchten dann natürlich auch entsprechend die Neuheiten dann prämieren auf unserem Energy Decentral Abend. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch schöne Tage hier in Bernburg.